Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Solo-Queue von mir. Ich werde heute den Lee Sin Top Lane spielen. Ich werde mich heute auch so ein bisschen guide-technisch versuchen zu verbessern und meine Gedankengänge, weil das wird ein kompliziertes Spiel. Das ist jetzt sehr skill-lastiges Spiel, Lee Sin gegen Riven. Da geht's die Cooldowns der Spells abzupassen und auch zu wissen, wann hat er der Gegner die Cooldowns, wann habe ich die Cooldowns, sodass man das perfekt timet, weil Fakt ist, wenn sie mich first bloodet oder tötet, kann sie mich snowballen. Und wenn ich sie zuerst töte, kann ich sie snowballen. Und da werden wir mal schauen, dass ich nicht derjenige bin, der stirbt. Das wäre mal nicht so schlecht. Master yourself. So, ich Master habe auch you. relativ viel Rüstung mit an Bord. Habe ich mal, dass es funktioniert. Welcome to Summoner's Rift. So. We do what we must. Wählen tun wir, glaube ich, nicht. Ich werde jetzt hier auch stehen, weil normal, jetzt aber letzte Zeit nicht so oft, aber ich sag mal so, vor 2, 3 Monaten wurde sehr oft über diesen Weg invaded. Den späten Blue Buff invade. Das wird jetzt eigentlich fast gar nicht mehr Find your praktiziert. center. Da hat man hier gewartet bis, sagen wir, 1,35 oder hier bis 1,35 oder 40. Also seit dem Patch, seit dem neuen Patch des Jungles, genau. Wo alle Minions 1,55 spawnen. Weil vorher hat man ja hier die Wölfe gemacht und in der Zeit konnte man hier runterlaufen, hier campen und dann den jeweiligen Jungler oder den Toplaner töten. Ich werde jetzt hier Nautilus. Ich werde jetzt zuerst, weil sie auf Free Harass geht. Ah, ne, doch, schon aktiv. Waste not a minute. Lux ist das. Das war übelst dumm von Lux her. Aber übelst dumm. Da habe ich das Q getroffen, aber ich habe sofort mein Red Pot geprockt, damit ich mir so viel möglich Schaden rausdrücke. Und hier sieht man natürlich die Trails, die hat kein Wort. Im nächsten Q kann ich sie töten, wenn sie in die Position kommt, dass ich sie Qen kann. Ja, okay. War ein bisschen greed, ich habe das Q nicht getroffen, das war jetzt dumm, ansonsten hätte ich sie gekillt, aber jetzt habe ich 2 Kills und kann eigentlich jetzt richtig Betrieb machen auf der Lane. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen den Red Pot. Und das werde ich jetzt so versuchen, so gut wie möglich umzusetzen. Das Gute ist, dass die Wave auch in meine Richtung pusht. Das ist nice. Ja, den Red Pot werde ich jetzt versuchen auszunutzen, indem ich einfach super aggressiv spiele. Ich jetzt 98 Schaden mache. Wesentlich mehr wie sie. Und okay, hier ist ein Mord. Was hat sie für Items geholt? Sie hat Schuhe. Okay. Sehr gut. Lux hat kein Fleisch. Yeah! Super aggressiv gleich sein. Where am I
Na, die Flash, nice. Ja, das ist jetzt für sie, die Lane ist komplett verloren für sie jetzt. Sie kann nur hoffen, dass ein Jungler kommt, weil sobald sie jetzt in die Nähe der Minions kommt, werde ich sie einfach töten. Das weiß sie auch. Das ist bitter jetzt. Das ist das, was ich gemeint habe. Da hat mir natürlich Lux in die Karten gespielt mit ihrem Invader. Bei der Konstellation, die Sin Riven, der zuerst den Kill bekommt, snowballt. Ich habe das auch natürlich schon in die andere Richtung erlebt, deswegen spreche ich da ein bisschen aus Erfahrung. Jetzt kommt, geht Lux top, okay. Ja gut, aber... Dieses Scheißschild. Ich habe auch nicht die passenden Runen, also ich werde ihnen jetzt auch sagen, dass ich mitlehnen will. Ist Riven gestorben? Master yourself. Ich werde versuchen, dass sie ihr Mana spammt. Ja. Sie hat Schild nicht gehabt. Ich gehe, push jetzt die Wave und dann gehe ich mit der. Gut aus. Ja. Ich kaufe mir extra noch keine Schuhe, ich will noch ein bisschen Burst haben. Riven, was macht die denn? So. Ah, das ist... Wenn wir keinen extrem Blödsinn machen, werden wir das gewinnen. Ja, okay, dann ist Base. Oh, keine Ulti gehabt. Mit Ulti hat sie gekillt. Oh, sie bleibt da. Tatsächlich. Okay. Ist der wohl nicht gepackt. Ich fläche mich einfach mitten in dem... mit dem Laser, ich hätte mich einfach rausflächen sollen. Es war auch ein offensichtlicher Bait, nur ich hätte auch gedacht, dass ich eventuell beide kriegen kann. Aber war nicht richtig gut gemacht von mir. Kann man besser spielen? Versuchen jetzt natürlich als Paket richtig gut zu spielen, als Team. Extend your senses.
Counter Gank hier. Wow, das kannst du da noch schaffen. Shut down. Quiet steps. Enemy double kill. Was? Was war denn das? Mein W hat nicht gleich auf den Wort geblockt, sondern auf mich selber. Super nervig. Oh ey, das war ultra nervig. Ja, es ist jetzt natürlich ein Snowball-Game. Aber Lee ist natürlich, gerade in dem Bereich finde ich, ein Champion, mit dem man richtig nice carryen kann. Ich hoffe, Ali kann diven. Okay. Machen wir gleich mal den Dragon. Man müsste einfach Ali da mit der Ulti diven lassen. Ich verstehe es nicht, wieso ich die Ärger bekommen habe. Ich habe aus den Auto-Attack gemacht, bevor Ali seine CC gelandet hat. Okay. Okay, so 100% German, oder? Ja, doch, da ist er. So gut gemacht. So, kaufen wir Schuhe, ne? Das Team kann ich mir auch das hier holen, ja. Von Lux habe ich eigentlich null Angst. Aber dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit geroomt bin, konnte Riven ein bisschen Farm aufholen. Ist aber nicht so schlimm, aber. Komm ich nicht ran. Diese scheiß Mobilität von Riven nervt übelst sogar. Gut, ich beschwere mich da jetzt nicht hin, aber. Na gut, Riven ist gefeedet. Wayne. Has slain an enemy.
ein bisschen unkoordiniert, die ganze Geschichte. Die ganze CC hat richtig genervt. Also das Wegstoßen, ich hätte gerne Wayne ignited und so fort. Really? Really? Ignite? Meine Fresse. War ein bisschen greed, aber auch nervig, diese Ignites. Ja, Ali, der wird hin und her gestoßen. Doch, das wird noch ein enges Spiel. Ein richtig enges Spiel, sag ich jetzt schon. Dadurch, dass Wayne jetzt gefeedet ist. 8-4, ja, ist wie ich. Quiet steps. Und die anderen sind eigentlich relativ nutzlos. Ich laufe einfach raus. Was der Fuck, ich bin einfach rausgelaufen. Lee Sin ist ein Cheater. Dieses Scheiß-Schild. Schild von Riven. Kann ich sie nicht helfen. Find your center. Das wird ein richtig enges Ding. Vielleicht kann er jetzt was split pushen, aber die werden jetzt hochkommen. Das wird ein richtig enges Ding. Aber wie gesehen, wie gehabt, ich konnte jetzt hier bei dem Kampf jetzt da am Ende nicht mehr helfen. Weil ich wäre auch gestorben, deswegen bin ich zurückgegangen. Kate ist wirklich ein bisschen weit von vorne gedasht. Ich weiß nicht, ob ich hier jemanden sneaky erwischen kann. Das war natürlich geil, dass ich jetzt, ich wusste, dass ich sie bürsten kann. Der ist auch tot. Ach, ja, ist klar. Boah, diese Looks. Tötet diese Looks. Tötet alles. Wow, da braucht man Auto-Attack, wieso Hook? Also jetzt unnötig der Hook von Nautilus, weil er einfach nur einen Auto-Attack machen konnte und das hätte gereicht. Und
Der braucht dann nur hocken, wenn er, wenn derjenige wieder entkommt. Das wäre okay gewesen. So. Können wir da ein bisschen Abstand gewinnen zu denjenigen? Super, Christi, was machen die denn da, Ali? Ich habe jetzt den Blue Buff genommen, weil ich ein bisschen gefiederter bin wie Vladimir und brauche einfach die Regeneration. Wow, epischer Fair. Epischer Fair. Wieso, Ali? Wieso? Wieso chasst du weiter? Ich wollte noch Lux sneaky erwischen. Aber es hat nicht geklappt. Ich heile mich hier schnell hoch. Und gucke ich mal, wie ich die Situation lösen kann. Wow, die teleportiert sich. Ja, okay, das wird so dumm. Das war dumm. So. Als nächstes soll ich mal ein bisschen leben. So, wollte ich mir gegen Lux. Nehme ich mir jetzt doch schon ein bisschen Schaden. Gott, keine Magieresistenz. Da hole ich mir Geistersicht. Und wahrscheinlich auch noch Hextrinker, das ist sowieso immer gut. Ich denke, wir vielleicht noch zwei Blutduster, damit ich ja noch den die Heilung zwischen wieder. Ich habe es extra gekickt, Anfang, weil die alle in einer Linie standen und ich wollte so viel wie möglich Schaden austeilen. Ich glaube nicht, dass die da lang geht. Lass einfach Inhibitor pushen. Gut, Ali. Genau, das ist natürlich richtig nice. Ich muss einfach nur warten, bis jemanden catcht. Dann gehe ich auf ihn drauf und töte ihn. 10 Sekunden der Ulti. Wayne ist super squishy, man. Flashed.
Der Flash war ein bisschen übertrieben. Nee, lass mal hier die Buffs klauen und dann machen wir die Biege. Ich werde jetzt hier auch, glaube ich, sneaky noch stehen ein bisschen und warten, bis hier jemand Red Buff haben will. Und dann den bürsten. Weil ich keine Ulti habe. Keine Wart. Flammen. Ist tot. Good job, Naut. Also mit Naut ist das überragend. Da klappt die sind einfach sehr gut, weil ich einfach genug Zeit habe, nachdem er seine CC gelandet hat, mich in Position zu bringen, mein Q zu landen, meine ganzen Abilities. Wenn ich halt mein Q gelandet habe, gerade wenn ich Ulti am Start habe mit der Combo, dann burste ich eigentlich jeden von denen down. So. Mach schon ultra viel Schaden. Quiet steps. Wird gleich jemand langlaufen. Zum Blue Buff. Ne? Ich muss jetzt auch weg hier, weil ich will die ganze CC nicht abbekommen. Ich bin wieder weg. Ich kann mich nicht töten. Ah. Zu viel Eis hier. GG. Wird nichts mehr passieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lee Sin. Ihr habt ja gesehen, also ihr müsst wirklich ein bisschen aufpassen, wenn ihr gerade Toplane spielt. Sobald ihr das First Blood bekommt, dann könnt ihr natürlich snowballen, wie ich es jetzt auch gemacht habe in dem Game. Nicht mehr bekommen, schade. Ich schaffe es nicht mal zu enden. Lol. Noch weiter spielen. Scheiße, Epic Fail. Okay, da könnt ihr jetzt noch ein bisschen zugucken. Sorry, Team. Ja, das war ein bisschen Fail. So. Dann noch ein Blutduster. Den hier und Orakel. Quiet steps. Kann man jetzt noch einen Blutduster holen? Wie gesagt, Blutduster holen. Und man kann dann jetzt, also ich hole mir noch einen Blutduster, man kann dann auch noch GA gehen. Ist auch nice. Anstatt Hextrinker. Ja, ich bin on my way. On my way. Sich catchen lassen sollte man sich da jetzt nicht. Find your center. Oh, Riven. Okay.
jetzt ist aber wirklich GG, es reicht jetzt. Und Nautilus, liebe Nautilus. Lange nicht mehr Jungle gespielt, sollte ich auch mal wieder machen. OP Jungler zu unterstützen, einfach Wahnsinn. Die CC ist so göttlich. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die sind Top Lane. Achtet darauf, dass ihr das First Blood bekommt, beziehungsweise den ersten Kill auf der Top Lane. Dann könnt ihr own. Haut rein.